Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf dem Kanal Ponypferde Horses. Willkommen zu einem Versus-Video und zwar Modellpferdesammler früher versus heute. Also ich als Vierjährige versus jetzt. Wie ich mit Modellpferden umgegangen bin, was meine Lieblingsmodelle waren und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch auch gleich mal damit an. Übrigens, wenn ich zum Beispiel jetzt Pferde irgendwie gegeneinander haue, als ob ich so tue, als ob ich mit denen spiele, ich will euch nur sagen, den Pferden passiert dann nichts. Ich werde auch nicht so kräftig gegeneinander hauen oder sowas. Und das ist nicht schlimm, wenn die bei mir im Nacken Macken bekommen, denn ich werde die eh repainten, also das ist überhaupt nicht schlimm. Und niemand muss sich angegriffen fühlen. Zum Beispiel die jüngeren Zuschauer, so war halt ich früher. Und dann seht ihr mal, wie sehr sich Menschen in der Zeit halt ändern, was das Modellpferdesammeln betrifft. Und bei mir ist das wirklich eine Drehung um 180 Grad. Und ja, die wollte ich euch einfach mal zeigen. Also, dann beginnen wir mal. Erstens, jeder kennt doch das eine Lieblingsmodell, was wir früher hatten und überall hin mitgenommen haben. Und ach, seht selbst. Oh mein Gott, meine Mama hat mir heute mein Lieblingspferdemodell gekauft. Die weiße Araberstute mit dem pinken Zöpfchen. Meine Schwester hat mir dieses Blöde hier geschenkt. Dieses komische Braune. Gar nicht schön. Hat kein Pink und keine Zöpfchen. Das ist total blöd und öde. Das hier ist viel schöner. Schön weiß. Wunderschön. Versus heute. Oh, ich habe diese komische Araberstute hier bekommen. Finde ich eigentlich gar nicht so richtig schön. Werde ich auf jeden Fall kasten. Da muss auf jeden Fall hier der ganze Körper gehen. Die ist anatomisch total der Fehler. Also, vielleicht repainte ich sie auch nur, aber auf jeden Fall, das geht gar nicht. Die würde ich mir nicht holen. Oh, holy. Diese Pferde muss man wertschätzen. Ich liebe sie so. Sie ist mein absolutes Lieblingsmodell. Oh, die Tennessee Walker Stute, sie ist so schön und sie hat leider so viele Macken, aber ich traue mich sie gar nicht zu repainten, weil sie so schön ist. Oh, ich liebe sie wirklich. Oh, so schön. Zweitens, die Modellpferdenamen. Früher? Also, sie heißt Princess Mirabella oder Annabella, aber ich glaube, Princess Mirabella passt besser. Dann ist das hier Finella. Das hier ist Rainbow Dash. Das hier ist Melody. Und das hier ist Feuerprinzess. Versus heute. Hier haben wir einmal Coolplay. Das hier ist Vino. Das hier ist Honor. Das hier ist Louis. Sali. Resi. Tortillas. Fly. Hunter. Und Kososa. Was steigende oder liegende Pferde betrifft. Früher. Was soll man bloß mit dieser liegenden Katze hier anfangen? Oh, wieso hat die mir Oma geschenkt? Mit der kann man ja gar nichts anfangen, die liegt ja nur. Mann. Wahrscheinlich werde ich die einfach nur als Statue verwenden. Genau. Und diesen sitzenden Hund kann ich auch nur als Statue verwenden. Mit dem kann man ja nicht laufen. Das sieht ja total komisch aus. Das ist echt blöd. Mann. Mama, ich sag's dir, kauf mir auf gar keinen Fall dieses liegende Haflingerfohlen. Mit dem kann ich nichts anfangen. Das liegt ja nur. Dann könnte ich es nur als Statue verwenden. Das wäre schade. Ich brauche Pferde für meinen Reiterhof. Fohlen, die stehen. Fohlen, die stehen. Und Mann, Schleich, produziert doch mehr Fohlen, die stehen. Mit den liegenden kann man ja gar nichts anfangen. Versus heute. Ich habe die Schnauze satt von diesen ganzen normalen stehenden Fohlen. Ein bisschen Action könnte man hineinbringen. Tada! Von einem stehenden zu einem steigenden mit Base. Sieht das nicht cool aus? Viertens, die Haltung in Klammern der Wohnort der Modellpferde. Früher. Rosalinde bekommt eine schöne Box hier in dem schönen Stall. Hier, Rosalinde, hopp mit dir auf die Koppel. Versus heute.
Ich glaube, dazu gibt es jetzt nichts mehr zu sagen. Last but not least, mein Englisch ist super. Fünftens, wenn mal ein Schweif abbricht. Früher. Dann haben wir hier die Filabella, die mag. Oh mein Gott. Vielleicht kann ich das ja mit meinem Kleber aus der Schule wieder fixen. Versus heute. Time to kill some Ponies. Ja, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Wie gesagt, so war ich als Vierjährige zum Beispiel unterwegs in der Modellpferdewelt. Und heutzutage, ja, ihr habt es ja gesehen, wie der brutal umgegangen wird. Naja, auf jeden Fall hat es mich gefreut, das Video für euch zu produzieren. Sowas wollte ich schon öfter mal machen. Nun ja, wir haben bald die 300 Abos geknackt. Ihr seid brilliant, ich liebe euch alle. Wir haben es nach vielleicht irgendwann mal länger als einem Monat jetzt. Vor einem Monat haben wir gerade mal die 200 geknackt. Das ist wirklich wahnsinnig, was ihr hier die ganze Zeit leistet. Ihr seid wirklich klasse. Könnt euch gerne mal selber auf die Schulter klopfen. Ihr seid super. Dankeschön. Eine Bitte an euch. Oder schaffen wir es nach diesem Video, hier die 300 Abos zu knacken? Weil uns fehlen nur noch 9 oder 10. Das wäre nämlich brilliant. Ich wiederhole mich die ganze Zeit. Aber vielen Dank, Leute. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns doch hoffentlich das nächste Mal wieder. Ciao!